Guten Morgen, Servus, Grüß Gott. Ein neues Smoothie-Video, das ist das 5G grüner Smoothie-Getränk, der geschmeidige 5G, 5 Kräuter, die mit G anfangen und natürlich ein paar Früchte, die sind jetzt nicht mit G. Und tue ich zuerst die Früchte rein, zuerst die weichen. Heute soll es ein schöner, süßer, geschmeidiger Smoothie werden. Zuerst gebe ich 2 weiche, reife Bananen hinein. Natürlich kann man variieren, alle möglichen Früchte, und zwar nur Früchte. Bitte keine Früchte mit Gemüse mischen, außer vielleicht Sellerie. Aber das muss man wohl selber rausfinden. Oder sich informieren. Dann gebe ich noch einen Pfirsich hinzu. Eine halbe Birne. Williams Christbirne. Und einen ganzen Apfel. 3 Dörrpflaumen. Eine Dattel aus dem Süden. Und ein paar getrocknete Rosinen. Weintrauben. Getrocknete Weintrauben genannt Rosinen. Und nun zu den Kräutern, liebe Leute. Das ist das Gänsefingerkraut. Bitte in der Literatur nachschauen. Wer es genau wissen will, bestimmen und draußen finden. Wächst im Garten. Im Garten, wo keine Hunde hinpinkeln. Und wenn dann, bitte gut waschen. Gänsefingerkraut, das erste Kraut mit G, hinein in den Apparillo. Danach, wenn wir schon beim Gänsefingerkraut sind, kommt der Gänsefuß dran, auch genannt die Melde, wächst überall. Kann man auch sehr gut unterwegs essen, wenn man sie wo findet. Oder in den Wildkräuter hinein, Salat hineingeben. Schmeckt richtig gut. Grüne Smoothies, der gerne geschmeidige, der grüne, der grüne geschmeidige Getränk, Dings. Und nehme ich relativ viel, weil ich mag viel Grün. Grünzeug ist schön grün. Alles im grünen Bereich. Also, das war nochmal zur Wiederholung. Gänsefingerkraut, Gänsefuß, auch Melde genannt. Und dann, weil wir beim Fuß sind, der Geizfuß oder auch genannt der Giersch. Hier, blättrig. Große Blätter, kleine Blätter, wächst gerne im Schatten. Giersch, auch genannt Zipperleinkraut. Tue ich auch gut was hinein. Richtig gut. Ist sehr eiweiß- und mineralhaltig. Vitamine. Wieder Vitamine! Und Enzyme! Weiß nicht, wo sind die Enzyme? Ich habe da alles noch nicht gesehen. Die Vitamine, meine ich natürlich. Dann nehmen wir als viertes Kraut den Gundermann oder auch genannt Gundelrebe. Das ist eine kriechende Pflanze. Sie kriecht so untenrum an der Wiese, an den Sträuchern entlang. Die Blätter sehen aus so rund und dann wie auch immer. Lieber mal selber finden. Duftet stark. Mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob es scharf stellt. So. Duftet sehr stark. Also kann man nicht so viel sammeln. Ist mühsam. Aber schmeckt. Und zu guter Letzt noch einmal noch was Neues? Die Goldnessel. Blüht zwar gerade nicht, aber ich weiß, dass es die Goldnessel ist, weil ich schon mal die Blüten absehen an dem Platz, an dem sie war. Ja, die Goldnessel. Duftet auch. Duftet. Alles duftet. Wunderbar. Goldnessel hinein in den Muxer vom Stiel befreit. So, das wird gut.
Wer will, wer es noch ein bisschen würziger haben will, der kann auch noch eine kleine Knoblauchzehe hinzufügen oder eine Chili. Dann wird es süß und scharf und würzig. Ja, beides sehr gut. Knoblauch und Chili. Und damit es auch gut gemixt wird in dem Mixer, in the blender, that it will be really good be blended, gebe ich etwas schönes, frisches, klares Wasser hin dazu. So, und jetzt wird alles durchgemixt. Ach, noch ein bisschen Kirsch, Geißfuß, damit es auch richtig schön grün wird. Viel Grünzeug hinein geben. So, nochmal zur Wiederholung. Gänsefingerkraut. Aber was war noch drin? Geißfuß, also der Kirsch. Gänsefuß, die Melde. Gundermann, die Gundelrebe und die Goldnessel. Und jetzt wird gemixt. Achtung, fertig, los. Voll Power. Muss ich den Schlüssel. Boah, Wahnsinn. Nun fülle ich das in ein schönes Gefäß. Das sieht ja schon geschmeidig aus. Das ist geschmeidig, gell? Wollte sie sagen, geschmeidiger. Also, zum Wohl auf den grünen Trunk. Thank you for the smoothies, for the green smoothies. Vielen Dank für den grünen Geschmeiden. Oh. Mm. Aloha, Taro, Aloha.